Hallo Freunde, willkommen zurück. Ich hoffe, ihr seid total in Form, denn ich bin vielleicht ein bisschen in Form. Wir wollen heute nochmal versuchen, den Alaba zu ziehen. Vielleicht auch Benteke oder Ramsey. Mal gucken, wer so überbleibt. Aber mal gucken, was wir hier rausholen aus den alten Packs. Was haben wir hier? Sieben Fünfer Sets. Eigentlich wollte ich ja, was waren das, 35er? Wollte ich ziehen, allerdings waren die schon abgelaufen. Schade, schade. Wäre wahrscheinlich eh nur Schrott drin gewesen. Okay, das war ganz schön langsam mit 49, ne? Muss ich mal sagen. So, Trikots weg, Spieler weg. Und dann kommt der nächste Kollege hier rein. Und ich habe mal schnell geskippt den Kram. Irland-Trikot. Kone. Den hebe ich mal auf hier. Oh. Ein Kollege aus der türkischen Liga mit 83 Tempo. Aber dafür kann er nicht so schön passen. Naja. Schade. Passwert ist ein bisschen grenzwertig. So, nächstes Päckchen. Oh, Alter. Ich habe aber auch ein Glück heute. Das gibt's ja gar nicht. Fernandao haben wir gezogen. Ja. Drei Sterne. Schade. 48er Infall. Oh, Van Gaal. Der ist natürlich gut. Den werden wir bestimmt verkauft kriegen. Den Rest stoßen wir ab. Weiß gar nicht, was der so wert ist. Ich hab den noch nie gezogen. Na doch, muss ich ja. Ich habe ihn doppelt gehabt. Ich kann mich allerdings nicht daran erinnern, den gezogen zu haben. Was? Nicht mal ein Rare-Spieler? Wagner. Na, immerhin 4 Sterne schwacher Fuß. Okay. Kiyotake haben wir noch gezogen. Ach, weiß nicht, ob ich die aufheben soll hier, die Kumpels. Ich hau die mal weg. Immer so schwierig zu ermitteln, was die wert sind. So, es gibt nochmal, oder? Komm mal, nee, wir lassen durchlaufen. Wieder keinen goldenen Spieler, der selten ist. Dafür haben wir einen silbernen bekommen. Und Marksman. Jetzt Chemie-Style. Gamairo. Eigentlich gar nicht so eine beschissenen Werte für eine Non-Rare-Karte. Heben wir mal auf. Oh, was ist denn das für ein Ajax-Trikot hier? Das sieht mir interessant aus. Naja, komm, wir heben es mal auf. Ich guck mal das nochmal später an. Und Arribas muss leider in die ewigen Jagdgönner gehen. So, jetzt geben wir mal Barcelona-Trikot. Ja, und den alten Hoffenheimer hier. Wahrscheinlich auch nichts wert. Webo. Nee, komm. Ich habe so viel Kram zum Verkaufen. Das ist echt unglaublich. Ich glaube, alleine schon über 2000 Verträge mittlerweile. Und die immer reinzustellen dauert ewig. Und wieder schon kein Rare-Spieler. Mann, Freunde, Bayern-Trikot haben wir gezogen. Den hier hebe ich mal auf. Forest Park Stadium. Stadium. So, hau ich weg. Habe ich gar nicht geguckt, wie viel Packs ich ziehen wollte. Ach komm, wir ziehen einfach, bis ich keinen Bock mehr habe. So, jetzt kommt die Alaba und bringt uns Contrao dabei. Haben wir schon. Können wir nicht gebrauchen. Kolumbianischer Trainer, komm, gib mal auf. Mal gucken, was da geht. So, nochmal Alaba. Zumindest auf dem Päckchen drauf. Und es drin ist. Ah. Familien ist drin. Und ein Silberspieler, super. Danke für den Silberspieler. Oh, Jones haben wir gezogen. Jones von Manchester. Da gibt es doch bestimmt irgendwen, der den haben möchte. Hebe ich auf. Hat zwar keine überragenden Werte, aber so als Ersatzspieler könnte ich mir den schon mal vorstellen. Fährmann. Tja. Fährmann.
Ach, den wollte ich gar nicht. Naja, scheiß drauf. Den Färmer nehme ich mal mit. So, Alaba. Überall Alaba heute hier. Bloß nicht Impact. Scheiße. Julio César haben wir gezogen. Ah, Julio. Julio. Hebe ich mal auf, obwohl die meisten wahrscheinlich mit Dani Alves spielen werden. Ne, Diego Alves. Den hebe ich auch mal auf hier. So, die kommen. Ach nee, Moment, was ist das denn hier? Boah, das jetzt hier so. Nein, jetzt habe ich es auch noch aufgehoben. Scheiße. Ich wollte es gerade abstoßen. So, jetzt kommt der Howard. So, was hat der Howard dabei? Meier hat er dabei. Meier habe ich schon. Ich hebe ihn mal auf. Vielleicht bringt er nochmal 2-3 Coins. So, nochmal Howard. Ihr rattert mal hier die Packs runter. ich würde ja einen Alaba einfach auf dem Markt kaufen, wenn es einen geben würde. Verdammt. Scheiße. Brauche ich den wahrscheinlich nicht. Den hebe ich mal auf. Der ist relativ schnell für einen defensiven Mittelfeldspieler gewesen. So, den skippen wir mal. Ha. Pereira haben wir noch gezogen. Ein Linksverteidiger, Rechtsverteidiger. Ach, den wollte ich auch nicht haben. Naja. Zu spät. Zu spät. Okay, Marseille-Wappen brauche ich aber wirklich nicht. Also, und jetzt kommt der Onkel Messi. Der Messi mit Ramos. Ramos habe ich auch schon, ne? Na klar. So, Ramos mal auf den Transfermarkt. Chile Heimtrikot. Ach, ich weiß es nicht, Freunde. Komm, ich hau das weg. So, jetzt nochmal der Alaba. Komm. Ah. Es ist unglaublich. Naja, irgendeine Inform werde ich ja hier hoffentlich nochmal rausziehen. Von Linksverteidiger, 84 Tempo, 71 Pass, gar nicht so blöd. Und hier noch einen schnellen Innenverteidiger. Nehme ich auch mal auf. So, die kommen aber wirklich weg jetzt. Nochmal Alaba auf dem Cover. Jetzt will das aber wissen hier. Der Alaba. Und der bringt uns nicht mal einen Rare-Spieler. Dafür hier schön Thorsten mit 38 Tempo. Ja, ist genauso schnell wie der Onkel Mertesacker. Bueno, der war doch in Form letzte Woche oder vor zwei Wochen. Alonso, auch relativ schnell für einen defensiven Mittelfeldspieler. Und Romulo noch. Ach komm. Ich habe einfach keine Zeit, die zu verkaufen. Was sagt der Howard? Howard sagt... Osvaldo. Okay. Was haben wir noch? Realwappen. Sieht ja auch interessant aus, ne? So in Grau. Aber. Tja, man kann ja auch nicht mehr so auf die Schnelle gucken, was die denn wert sind. Das heißt, man muss wirklich jeden Spieler angucken. Ey, den habe ich doch auch schon 85 Mal gezogen, den Bidimo. Komme ich hier mir trotzdem mal auf. So, was haben wir da? Bruce als Innenverteidiger. 45 Tempo. Willkommen, Bruce. Das ist ein Stammplatz sicher in der Z-Mannschaft. Oh, jetzt kommt der Howard. Oh, was für den übersprungen. Bartschirm. Und ein Bonuspack. Na. Gerade die Z einlösen. So, was ist der Wert hier? Preisvergleich. 800. Hab ich da unten gesehen als Sofortkauf. Tja, traurig. Aber der kann auch wirklich nur schnell sein einfach. 91 Tempo, 55 Schuss, 57 Pass. Tja, was willst du da erwarten? So, und ich sehe, meine Transferliste ist voll, Freunde. Also ist dies hier das letzte Päckchen für heute.
Und wen nehme ich auf? Ich nehme hier den Trainer, Engländer, BPL. Da geht bestimmt was. So, den Rest hauen wir weg. Und ich verabschiede mich ohne Alaba, ohne Inform, ohne alles. Macht's gut, Freunde. Bis bald.